Heute betrachten wir den Weltpostverein im Dienste der Vereinten Nationen. Der Zweite Weltkrieg hat einen großen Teil des internationalen Postverkehrs erheblich beeinträchtigt oder ganz lahmgelegt. Dennoch stellte der 12. Weltkongress der Universal Postal Union, kurz UPU, der 1947 im zerstörten Paris tagte, bereits die Weichen für eine bessere Zukunft des Weltpostvereins. Der Weltpostverein wurde 1948 offiziell zu einer Sonderorganisation der UNO ernannt. Dadurch konnte der Verband die Zahl seiner Mitglieder und den Kreis seines Wirkungsgebiets bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf nahezu den gesamten Erdball ausweiten. Im Juni 1945 rief eine Gemeinschaft aus 50 Staaten, die gemeinsam gegen die Deutschen und ihre Verbündeten gekämpft hatten, die Organisation der Vereinten Nationen, kurz UNO, ins Leben. Im Gründungsvertrag wurde das Ziel formuliert, durch gemeinsame Sicherheitsmaßnahmen und eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Völkern den Weltfrieden zu stärken. Da der Weltpostverein jetzt auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit ja schon seit Jahrzehnten Pionierarbeit leistete, wurde auf der UN-Konferenz 1946 in Lake Success in den USA beschlossen, ihm das Angebot zu unterbreiten, sich durch einen Partnerschaftsvertrag als autonomes Organ der UNO anzugliedern. Am 7. Mai 1947, also 3 Jahre nach dem ursprünglich geplanten Termin, trat der Weltpostkongress zu seiner ersten Versammlung nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris zusammen. Die 291 Vertreter aus insgesamt 76 Staaten ließen eine deutliche Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa und der Welt erkennen. Die stärksten Delegationen wurden von den Siegermächten USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion gestellt. Deutsche Teilnehmer waren nicht zugelassen. Zugleich überraschte das deutlich größere Gewicht der nicht-europäischen Staaten. Die lateinamerikanischen Staaten, aber auch Indien und China, waren mit einer beachtlichen Anzahl von Delegierten vertreten. Der programmatische Titel Weltpostverein erlangte erstmals seine volle Berechtigung. Die Pariser Tagung stand es natürlich voll im Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung. In seiner Eröffnungsrede zitierte der französische Präsident Vincent Auriol ein Wort von Anatole Franke. Auf der Erde ist das Los jedes menschlichen Wesens mit dem Los aller Menschen verbunden. Unter dem Schlagwort Kulturaustausch wurden die Tarife für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften erheblich vergünstigt. Blinde, Internierte und Kriegsgefangene sollten jetzt völlige Portofreiheit genießen. Der Grundsatzvertrag wurde durch die Gründung einer ausführenden Kommission erweitert, die von nun an zwischen den Kongressen in Bern tagen sollte. Den wichtigsten Programmpunkt aber bildete der Antrag der UNO, sich der weltumspannenden Organisation anzuschließen. Einige kleinere Mitgliedstaaten plädierten dafür, die Tradition einer strikten Zurückhaltung gegenüber allen politischen Bündnissen fortzusetzen. Da jedoch viele Mitglieder sowieso der UNO angehörten, wurde der Antrag angenommen, aber jetzt unter der Bedingung, dass der Weltpostverein im System der Vereinten Nationen ein autonomes, unabhängiges Organ bleibe. Ein Jahr später trat dann ein entsprechendes Abkommen in Kraft. Der folgende Weltkongress in Brüssel im Frühsommer 1952 war eine Versammlung der Superlative. Die nunmehr 91 Staaten hatten 359 Delegierte entsandt, deren insgesamt 1700 Reformvorschläge 170 Sitzungen erforderten. Es wurden jetzt Kommissionen, Unterkommissionen und Arbeitsgruppen gebildet. Erstmals wurde nicht allein in Französisch verhandelt, sondern unter Hinzuziehung von Simultanübersetzern auch in Englisch, Spanisch und Russisch. Deutschland stand immer noch unter der Vormundschaft der Besatzungsmächte. Seine Abgesandten mussten sich daher mit dem Status als Beobachter begnügen. Erneut standen jetzt die humanitäre und kulturelle Erörterung im Vordergrund, so die vereinfachte Sendung von Medikamenten, die Portobefreiung für bestimmte Personengruppen und die Erleichterung ausländischer Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements. Nach dem Weltpostkongress von Ottawa 1957, Wien 1964 und Tokio 1969, die ersten Tagungen in Asien, traf man sich zwischen dem 22. Mai und 4. Juli 1974 zum Jubiläumsweltkongress in Lausanne. 100 Jahre nach seiner Gründung hatten sich dem Verein 153 Staaten angeschlossen, womit er rund 3,5 Milliarden Menschen, also etwa 80% der Weltbevölkerung, vertrat. Erheblich mehr als irgendein anderer internationaler Verband. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wurden die enormen Erleichterungen im internationalen Post- und Geldverkehr hervorgehoben, an denen der Verein jetzt maßgeblichen Anteil hatte.
Um den Briefverkehr zu vereinheitlichen, wurde unter anderem die Positionierung des Anschriftenfeldes bei Standardbriefen sowie die rechteckige Form für Briefe und Postkarten festgelegt. Während die Abstände der Weltpostkongresse in den Anfangsjahren oft unregelmäßig waren, wurde der 5-Jahres-Rhythmus nach dem Lausanner Jubiläum ausnahmslos eingehalten. Seit dem 23. Weltpostkongress in Rumänien hat sich der Rhythmus dann auf 4 Jahre verkürzt. Im Corona-Jahr 2020 kam es dann leider zu einer Absage des Kongresses. Dieser 27. Weltpostkongress wurde dann aber im August 2021 nachgeholt. Dieser tagte dann 19 Tage in der Elfenbeinküste. Der nächste Weltpostkongress findet 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Von den jetzt 193 Staaten weltweit waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts 191 in der UNO organisiert. 189 von ihnen haben sich außerdem den Weltpostverein angeschlossen. Die wichtigsten Organe des Vereins, dessen Hauptsitz sich jetzt immer noch in Bern befindet, sind der Kongress, der Verwaltungsrat, der Rat für den Postbetrieb und das internationale Büro. Das Amt des Generaldirektors begleitet 2021 Masahiko Motoki aus Japan. Jedes Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen kann der Universal Post Union beitreten. Alle gemeinsamen Bestimmungen für den internationalen Postdienst sind im Weltpostvertrag geregelt. Darin verpflichten sich die Mitgliedstaaten, dass alle Benutzer Zugang zu einem Postuniversaldienst haben, der zu erschwinglichen Preisen ein qualitativ gutes Postangebot bereitstellt. In Nebenabkommen werden die Postgiro, Postanweisungen, Paket- und Nachnahmedienste geregelt. Die Höhe der Vergütung richtet sich unter anderem danach, ob es sich im Postverkehr aus Industrie- oder Entwicklungsländern handelt. Das oberste Organ des Weltpostvereins, der alle 4 Jahre tagt, der Weltpostkongress, konzentriert sich auf die Erörterung politischer Fragen und legt eine Strategie für den Umgang mit den diversen technischen Neuerungen fest. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!